Guten Tag, Frau Botschafterin, was kann ich für Sie tun? Ich habe Sie her. Warum treffen wir uns nicht in dem Büro? Ich bin mir sicher, dass es unser beider Interesse ist, keine ungewollten Mithörer zu haben. Herr Schubert, ich habe Sie herholen lassen, weil mir von Ihrer Mitverantwortung des Minenunglücks berichtet wurde. Ajimo Makeba ist tot. Ich habe weder was mit seinem Tod noch dem Minenunglück zu tun. Sie haben Ajimo Makeba in einen Hinterhalt gelockt und beseitigen lassen. Als einer der Drahtzieher des Bergarbeiterstreiks war Ihnen doch schon lange ein Dorn im Auge. Mein Interesse ist die Förderung von Platin. Sie stören auch ständig, Sie haben recht. Über was ich da gar nicht gebrauchen kann, sind Tote. Es gibt Fotos. Wenn ich diese Fotos habe, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die südafrikanische Regierung sie auch hat. Der war nur ein Hochstifter. Geschäftsschädigend. Zugegeben, ich mochte ihn nicht besonders, aber... Diese Menschen gehen auf die Straße, um einen gerechteren Lohn zu bekommen. Und Sie? Dieser Mann hinterlässt eine Frau und drei kleine Kinder. Schrecklich. Es hat weitere Eskalationen mit Toten und Verletzten gegeben. Durch Ihr Verschulden könnte die gesamte deutsche Regierung damit reingezogen werden. Sie müssen sofort außer Landes gebracht werden. Ein bisschen Photoshopping und ich steige in den Flieger? Haben Sie ein südafrikanisches Gefängnis schon mal von innen gesehen? Ich vertrete doch hier nur die Interessen der Minenbesitzer. Es ist alles arrangiert. Wie lange brauchen Sie zum Packen? Ein paar Tage. Sie haben 2 Stunden. Guten Flug, Herr Schubert.